Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile und heute gibt es die nächste FIFA Mobile Challenge auf meinem Kanal. Die Erling Haaland Challenge ist bei euch richtig gut angekommen, das hat mich natürlich megamäßig gefreut. Ihr habt zahlreiche Vorschläge geschrieben für die nächste Challenge. Eigentlich hatte ich sie geplant für Sonntag, aber ich habe heute einfach schon Bock. Ich möchte einfach auch jetzt mehr in der 20 Uhr Folge mehr Challenges machen, weil zurzeit ist halt, sind die Events relativ langweilig und jeden Tag einfach nur normal versus Angriff zu spielen, klar, können wir auch machen, aber ich finde solche Challenges einzubauen auch eine mega geile Idee und dafür vielen, vielen Dank für eure ganzen Vorschläge. Nämlich der meistgelikedeste Kommentar war der vom Aaron und der Aaron hat geschrieben: Kaufe auf dem Markt den schlechtesten Spieler, den es in FIFA Mobile gibt und stelle ihn in den Sturm, ohne ihn zu trainieren. Dann musst du mit ihm 5 Tore machen. Bei 5 Toren keine Bestrafung, bei 4 Toren Wasser mit Salz, bei 3 Toren Wasser mit Salz und Marmelade, bei 2 Toren Wasser mit Salz, Marmelade und Nutella und bei einem Tor Wasser mit Salz, Nutella und Apfelmus. Ja, moinski. Und außerdem hast du für die 5 Tore 2 Spiele Zeit im Versus Angriff-Modus. Das ist ja, muss ich schon sagen, sehr, sehr gnädig. Vielen Dank, Aaron, dass ich 2 Spiele Zeit habe, um 5 Tore zu machen mit dem schlechtesten Spieler in FIFA Mobile. Dieser Kommentar hatte über 140 Likes, also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr unten reingeguckt habt in die Kommentare, welche Challenge gefällt mir, welcher Kommentar gefällt mir. Da habt ihr ein Like da gelassen. Vorschläge für weitere Challenge-Videos hier in FIFA Mobile unten rein in die Kommentare und ihr als Community seid wieder gefragt, scrollt unten durch die Kommentare. Am liebsten mache ich natürlich Bestrafungen, die, was heißt am liebsten, ich mache keine Bestrafung am liebsten. Am geilsten wäre, wenn ich die Challenge heute schaffe, dass ich gar keine Bestrafung machen muss. Aber wenn ihr Bestrafungen mit reinschreibt und das ist eigentlich auch ein Muss, weil es muss eine Bestrafung geben für einen Challenge-Versuch, dann schreibt bitte auch irgendwie was zu essen oder irgendwas machen in Real Life, weil ich würde ungern, sage ich jetzt mal, einen Messi abstoßen, weil das einfach dumm ist. Ich spiele FIFA Mobile seit September, ich habe auch sehr viel Echtgeld investiert und das Echtgeld quasi aus dem Fenster zu werfen, das müssen wir nicht machen, deswegen quält mich, aber quält mich in Real Life. Ja. Ja, den schlechtesten Spieler, den habe ich schon gekauft. Und dreimal könnt ihr raten, was das für ein Spieler ist. Also ich glaube, ich bezweifle, dass wir in den zwei Spielen überhaupt ein Tor machen werden. Also mein Ziel wäre es ja, 4 Tore, Wasser mit Salz schmeckt nicht. Ich habe letztes Mal Wasser mit Pfeffer getrunken, das war schon grauenhaft. Wieso kommt jetzt hier keiner? Ich habe den doch gerade gekauft, 46, der hatte doch 46, hallo. 47. Kommt auch keiner. Hä, ich habe den doch gerade gekauft auf dem Markt. Okay, keine Ahnung. Mit der Bewertung konnte ich das nicht suchen. Aber hier ist er. Genau den habe ich gekauft. Den Shan Huan Huan. Ja, dadurch haben wir jetzt die 106er Gesamtbewertung. Heute, wo ich die Folge gerade aufnehme, ist Freitag, bedeutet, der Tag heute zählt auch noch mit dazu. Ich kann ja auch ohne Rangliste suchen. Das ist ja das Gute. Ich suche einfach ohne Rangliste 2 versus Angriffsspiele. Ich werde dann auch jetzt zwischen den Spielen keinen Cut setzen. Nicht, dass ihr dann wieder sagen könnt, boah, der hat bestimmt gefaked. Der hat so lange gespielt, sodass er im zweiten Spiel 4 Tore gemacht hat mit Chan Huan Huan. Nein, mache ich nicht. Ich werde jetzt hier keinen Cut setzen. Ja, deswegen gehen wir auch direkt rein in Division Rivals. Und ich suche einfach ohne Rangliste, weil ich habe aktuell 1.036.000 Fans, da muss ich eigentlich noch ein bisschen mehr spielen, weil ich bin aktuell auf Platz 57. Ich hatte vorhin 1.060.000 Fans. Ich wollte mehr und mehr und mehr. Und was, dreimal könnt ihr raten, was passiert ist? Ich habe 3-4 Niederlagen hintereinander kassiert. Ja, moin. So, ohne Rangliste. Ich hoffe, dass ich da überhaupt einen Gegner finden werde. Und ihr habt es gelesen, Leute. Der Aaron hat mir es vorgeschlagen. Ich muss jetzt innerhalb von 2 Spielen 5 Tore machen. Dann bin ich fein raus. Wenn ich 4 Tore mache, gibt es die erste Bestrafung. Und mal gucken. Wenn ich gar kein Tor mache, dann weiß ich nicht. Da stand, glaube ich, also wenn ich 0 Tore mache, da steht auch keine Bestrafung. Nee, dann muss ich natürlich auch alles trinken. Der erste Gegner hat 105. Und ich muss einfach nur auf diesen Chinesen spielen. Ist mir vollkommen egal, ob ich jetzt hier verliere, weil ich spiele ja ohne Rangliste. Also einfach immer nur Shan Huan Huan anspielen. Und dann hoffe ich, dass das hier relativ gut klappt. Ist er das? Das ist er. Alter Junge, wie langsam ist der denn bitte? Da brauche ich ja... Ich brauche tolle Chancen, ansonsten wird das hier nichts, glaube ich. Da ist er.
Chan, Huan, Huan, ihr macht ihn nicht. Chan, Huan. Alter, er schießt vorbei. Er schießt vorbei. Jetzt mach ihn aber. Chan, Huan, Huan mit dem ersten. Ist er das? Das ist er wieder. Komm, mach dein zweites, Junge. Ja, das damit, also. Wenn er den jetzt reinmacht, ne? Ich hätte mich auch schwer gewundert. Ich muss nochmal zurückspielen. Ja, nee, das wird nichts. Ein Tor haben wir aber schon mal sicher. Eins haben wir schon mal sicher. Da ist er. Chan Huan Huan. Und sein zweites. Faust in die Face Game. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Zwei Tore schon mal. Er läuft einfach am Ball vorbei. Er läuft am Ball vorbei. Er sieht den gar nicht. Was ist das denn für ein Spieler? Aaron. Du willst mich doch hier nur leiden sehen. Guckt euch das an hier. Da klappt gar nichts. Im Abseits steht er. Da ist er. Da meldet er sich. Er hebt sogar den Finger. Und guckt euch das an. Den kann man doch nicht mal anspielen. Ist er das? Das ist er. Das ist er. Und wieso ziehe ich direkt ab? Wieso mache ich sowas? Fragt mich sowas bitte. Was soll denn das? Zwei Tore hat er jetzt im ersten Spiel gemacht. Wenn ich jetzt im zweiten Spiel nochmal zwei Tore mache, bin ich bei vier Toren und das wäre die Bestrafung Wasser mit Salz. Wasser mit Salz. Das hört sich so an wie hier dieses eine Meme. Wasser mit Salz, Dings hier. Ne, wie war das eine Meme? Wasser mit Salz nicht, aber es gab irgend so ein Meme, wo auch immer so gesprochen wurde. Wieso kriege ich jetzt als zweiten Gegner ein 110er Gegnerteam, Mann? Bei zwei Toren, wenn ich jetzt gar kein Tor mehr machen würde, müsste ich Salz, Marmelade und Nutella und Wasser halt trinken. Und das ist mega ekelhaft. Umso mehr Essensprodukte, sage ich mal, mit dazukommen, desto ekliger wird das alles im Gesamtgeschmack, sage ich mal. So, Chan Huan Huan macht ihn natürlich nicht. War ja auch zu erwarten, dass er den nicht macht. Da ist er wieder. Chan Huan Huan macht ihn wieder nicht. Ja, weg damit. Nächste Chance, nächste Chance, nächste Chance. Was ist das? Mané. Hier ist er gar nicht dabei. Er ist gar nicht im Sturm. Er ist gar nicht im Sturm dabei. Juckt ihn einfach gar nicht. Interessiert ihn einfach gar nicht. Interessiert ihn einfach gar nicht. Hier muss ich erst gar nichts probieren. Ich brauche eine tolle Chance. Genau diese. Und er ist nicht mal vorne. Er ist wieder nicht vorne. Da unten. Da unten läuft er rum. Was macht er denn da? Er ist Stürmer. Da ist er. Kopfball. Da ist er in der Mitte. Da ist er in der Mitte. Was macht er da? Er macht gar nichts. Och Mann. Ich verzweifle. Er ist wieder nicht da. Was ist denn das für eine blöde Sache hier? Und ich habe, glaube ich, mit Rangliste gesucht. Kann das sein? Ja. Chan Huan Huan. Chan Huan Huan mit seinem dritten Tor. Oh mein Gott. Ab ins Aus. Komm, noch eins. Ist er das? Das ist De Bruyne. Das ist De Bruyne. Schalalalala. Das ist De Bruyne. Ab ins Aus. Noch eine tolle Chance. Bitte gönnen. Der Freistoß. Weg damit. Noch eine Chance. Bitte noch eine Chance. Da ist er in der Mitte. Er ist in der Mitte. Er ist in der Mitte. Er ist in der Mitte. Und ich versaus. Da, oh Mann, da wäre noch rangekommen. Drei Tore bin ich jetzt. Drei Tore insgesamt mit Chan Huan Huan. Das gibt's doch nicht, Mann. Drei Tore, Wasser mit Salz und Marmelade. Ich hoffe, dass ich Marmelade im Haus habe. Ansonsten nehme ich anstatt der Marmelade Nutella, würde ich sagen. Aber ich glaube, habe ich Nutella? Ach, Marmelade. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, Leute. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Ich hatte ja irgendwie ganz im Inneren gehofft, dass ich irgendwie auf die vier Tore komme. Wasser mit Salz. Aber jetzt darf ich Wasser mit Salz und Marmelade trinken. Ihr wisst, dass das Ganze klumpig wird und dann im Mund einfach nur verdammt ekelhaft. Wir sehen uns wieder. Ihr wisst, wo wir uns wieder sehen. Richtig, in der Küche. Wo auch sonst, ne? Danke, Aaron, für die geile Challenge. Mir hat sie Spaß gemacht. Es war mal was komplett anderes. Und ich glaube, ja, ich habe sogar mit Fans gesucht. Ja, moin, doppelte Bestrafung. Läuft bei uns. So Leute, wir sind jetzt hier mal wieder in der Küche und normalerweise könnte ich das Stativ eigentlich direkt in der Küche immer stehen lassen, oder? Ich habe hier mein Glas, da werde ich gleich Wasser einfüllen. Ich habe hier mein Salz und ich habe, so wie ich es geahnt habe, leider keine Marmelade da. Deswegen nehme ich hier dieses Naschi, das ist quasi Nutella. Wir haben übrigens auch kein Nutella im Haus, sondern ja, wir essen das und das ist Nutella quasi.
mit Kokos. Ich finde es mega lecker. Ich esse auch gerne Kokos, muss ich sagen. Und ja, aber im Zusammenspiel mit Salz und Wasser ist das bestimmt nicht so. Also ich kann mir was Besseres vorstellen, jetzt hier gleich zu essen. So, ich mache das Glas auch nicht ganz so voll, weil ich glaube, dann kann ich das besser umrühren, wenn da nicht so viel drin ist. Dann nehme ich noch einen Löffel, ist ja klar, dann nehme ich hier, ja, wie viel machen wir da rein, Leute? Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwas fallen lasse. Wir nehmen hier einen Löffel und machen es erstmal da rein. Ihr seht, nicht, dass hier wieder jemand gesagt. Alleine so ein Salzwasser zu trinken, ist schon ekelhaft. Und dann kommt jetzt auch noch so eine Nutella-Kokos-Paste da rein quasi. Was heißt Paste, aber ich hoffe, dass ich das auch irgendwie gut umrühren kann. Ihr seht es hier auf dem Löffel. Ich hoffe, dass ich das da... Ich bräuchte, Leute... Alter, wenn das schon wieder so aussieht, das sieht einfach aus wie, ich will jetzt nicht sagen, aber das sieht einfach danach aus, wenn man irgendwo draußen ist und einfach Scheiße auf dem Boden liegen sieht. Es tut mir leid, das sieht einfach so aus. Alle, die dafür sind, dass ich mir einen Mixer holen soll, so einen richtigen Mixer, dass wir alles immer reinmixen können für die Bestrafungen, weil so das jetzt zu machen, das... Nutella oder hier dieses Naschi-Zeug löst sich gar nicht auf, dann lasst ein Däumchen da, Leute. Soll ich mir einen Mixer holen? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab. Also Leute, das sieht so verdammt ekelhaft aus, ne? Das sieht so verdammt ekelhaft aus. Ich will das nicht trinken. Ohne Spaß, Mann. Alleine mit hier, guckt euch an, das klebt noch am Löffel dann und das sind jetzt alles solche kleinen Stücken. Ich weiß nicht, ich drehe euch mal ganz kurz und guckt mal rein da. Könnt ihr das sehen? Das sieht so verdammt ekelhaft aus, Alter. Leute, ich werde jetzt einen Schluck probieren. Ich habe diesen großen Klumpen an Nutella rausgemacht, also an dieser Nutella-Creme. Ich werde es safe nicht komplett austrinken, weil dann muss ich heute, glaube ich, noch mich übergeben. Es riecht nach Nutella, also nach diesem Naschi-Zeug, aber es riecht auch im zweiten Geruch, sage ich mal, komplett nach Salz und boah, ich werde es probieren. Dankeschön, Chan Huan Huan. Das auf jeden Fall an dieser Stelle, ne? Das geht gar nicht. Leute, ich habe nur einen ganz kleinen Schluck probiert, aber das geht wirklich komplett gar nicht. Ich mache noch einen, aber das ist wirklich so, als würde man komplett Salz, also es ist ja Salzwasser, man hat Salzwasser im Mund und im Nachhinein hat man noch irgendwelche Klumpen an Nutella im Mund. Ganz ekelhaft, ganz, ganz ekelhaft. Leute, das geht nicht. Das kann ich echt nicht. Ich habe es probiert und es schmeckt natürlich wie erwartet komplett blöd. Komplett bescheiden schön. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich bin auch gespannt auf eure weiteren Vorschläge für Challenges etc. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Apropos, hau hey, Hertha BSC.